Hallöchen, meine Lieben, und willkommen zu Ferkels großem Abenteuer. Ja, beim letzten Mal haben wir mit Mühe und Not 4 Zahnräder eingefangen und zu einem großen Zahnrad zusammengefügt. Dem da natürlich, dass wir hier einsetzen können. So. Na bitte, wer sagt's denn? Jetzt musst du die Maschine nur noch wieder zum Laufen bringen. Dafür musst du die drei Hebel in dem Raum herunterziehen. Aber du musst dich dabei beeilen. Du hast nur ein paar Sekunden, sonst ist der Druck zu hoch. Ein paar Sekunden. 1, 2, 3 oder es klappt nicht. Ja, toll. Komm schon. Es ist wirklich knapp. Fängt es jetzt von neu mal zu zählen? Nee, natürlich nicht. So. Wow, 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 da war es schon rot. Das ging ja schon mal gut. Saubere Arbeit! Hätte ich nicht besser gekonnt. Und nun hilf deinem Freund Rabbit, die Karotten zu retten, bevor es regnet. Jo, machen wir. Tschüss, ne? Hier haben wir alle Kekse. Kekse haben wir bisher alle. Jawohl. Dann mal zurück zu Rabbit. Mal schauen, was er zu sagen hat. So, hier durch. Rabbit? Rabbit! Hurra, Ferkel! Sie läuft wieder! Ah. Was war das? Oh, Rabbit! Oh, der Schlüssel! Oh nein, das Förderband läuft nicht mehr. Ferkel, kannst du es wieder zum Laufen bringen? Da ist ein Kessel neben dem Tomatenbeet. Nimm den Schlüssel, der auf der Erde liegt, und schließ die Tür auf. Warum kannst du das nicht selbst? Immerhin habe ich dich aus der Erde gezogen, mein Freund. Oh, du fauler Sacke. Na gut. Wenn es denn sein muss, Rabbit. Machen wir auch das für dich. So. Und weiter geht's. Hier gibt's ganz viele. Was bist du für ein komisches Wusel überhaupt? Hab ich noch nie gesehen. Du bist eine Slotmaschine. Nein. Okay, da muss ich raten, was ich drücken muss. Nein, nicht so wenig Abstand. Shit. So. Okay, da muss ich wirklich raten. Das ist ein bisschen kacke. Aber da muss ich noch ein bisschen Abstand gewinnen zu dem Vieh. Das ist mir noch ein wenig suspekt. Diese Roboter Heverlooms. So. Ja, ich muss wirklich alles ausprobieren. Das ist ein bisschen mühselig, aber das kriegen wir schon hin. Es hat irgendwo noch so ein Vieh. Ich hab's vorhin gesehen. Aber zuerst will ich Kekse. Den auch noch. Nee, den nicht. So. Ist hier noch was drin? Nee. Was sagst du dazu, Ferkel? Oder Erzähler? Ja, was das jetzt gebracht hat, weiß ich noch nicht. Aber wir werden es bestimmt sehen. Okay, das ist noch so ein Robo-Vieh.
ich raten muss, dass ich dritten muss. Okay. Aber es geht, es geht. Auf was fährst du da eigentlich rum? Okay, du bist mir zu schnell. Wenn ich wirklich bei zwei in die Richtung raten muss, ist scheiße. Ja, komm. Oh. Direkt richtig geraten. Sehr gut. Und tschüss, Vieh. Jetzt kann ich die Kekse nicht mehr einsammeln wegen dir. Naja. Ich verstehe nicht, was Rabbit für Tomaten pflanzt, die Kekse beinhalten. Das wäre mal eine coole Sache. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich schmeckt, aber Versuch wäre es wert. Also ich würde es probieren. Ja, haben wir auch noch einen Schalter? Ich weiß immer noch nicht, was die machen. Kekse, Kekse, Kekse. Oh, das ist auch noch Tomate. Tomate! Nein. Doch, den habe ich noch gekriegt. Gut. Und hier noch der letzte. Lauf, Ferkel, lauf. Das waren immer noch nicht alle. Okay, das sind natürlich auch Tomaten. Die müssen auch Kekse beinhalten. Noch mehr? Ja, hier ist auch noch Tomaten. So, jetzt haben wir wieder 300. Vorerst. Wir kriegen bestimmt noch mehr. Ja, ich muss die Pflanze hier gießen. Offenbar. Und dann sehen wir wahrscheinlich, was passiert. Das geht natürlich so schnell, ne? Eine riesige Ranke. Sehr schön. Mit großen Blättern. Und da kann ich bestimmt drauf. Oder? Ja, klar, ne? Man hat auch so guten Halt an so einer riesigen Ranke als kleines Ferkel. Ist egal. Um dich kümmern wir uns zuerst. Du bist nämlich kacke. So. Warum hat eigentlich Ferkel keine Nasenlöcher? Ja. Zuerst X, dann Y. Und tschüss. Müssen wir den Typen wecken? Aber der ist einfach, der kann nix. So. Er kann Trompeten oder Posaunen, besser gesagt. Ist ja eher eine Posaune. Klingt auch eher wie eine Posaune. So. Was zur Hölle ist hier? Wo sind wir hier? Ein Beet in den Wolken. Interessant. Aber ich krieg hier keine Kekse. Ja, der Ballon hat Augen. Ist klar, ne? Wo sind denn hier die Kekse? Gibt's hier Kekse? Natürlich gibt's hier Kekse. Warum frage ich so doof? Hm. Und du sollst das da schieben. Kleines Ferkelino. Und da kannst du das da mitnehmen. Oh. Oh. Ah, Ferkel hatte eine Kurbel gefunden.
Oh, das ist schön. Aber ich finde keine Kekschen. Wo sind hier die Kekse? Wo sind all die Kekse hin? Im Zaun. Nicht in den Mohrrüben und Zwiebeln oder was das sein sollen, sondern im Zaun. Aber das schaffst du, Ferkel. Dann kriegst du. Gut. Sehr, 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 sehr gut. Da auch nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. Irgendwo gibt es bestimmt noch Kekse. Irgendwo. Hier. Nee. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Hm. Ja, es ist schwierig herauszufinden, was Deko ist. Und was ich kicken kann und soll und darf und muss. Man sieht es ja nicht. Das sind auch noch nicht alle. Hm. Ich finde sie schon alle. Hab ich hier angefangen? Okay, Kacke. Kacke, Kacke, Kacke. Hier habe ich, glaube ich, angefangen. Okay, das hat so Gras hinter sich, damit man es sieht, aber bei den restlichen sieht man nichts. Ich darf nicht so weit laufen. Ja, ich mache jetzt noch mal eine Runde. Hm. Komm schon. Hier ist nichts. Doch, da. Warum plötzlich? Ich hoffe, das sind die letzten, weil sonst muss ich vielleicht noch mal eine Runde machen. Okay, das sind die letzten. Gut, dann gehen wir da zurück, wo wir die Kurbel benötigt haben, benötigen würden, haben sollen, getan. Und wieder hier runter. Also ich hätte Angst, so hoch oben. Auf einer Ranke, auf der ich mich kaum festhalten kann. Aber das muss das kleine Ferkelchen selber wissen. Höhenangst hat er offenbar nicht. So. Okay, wir müssen das Förderband irgendwie reparieren. Bloß wie? Ja, natürlich sind hier neue Gegner. Warum wundert mich das nicht? Er zittere vor meinem Antlitz. Na, ist eigentlich nicht ein Kompliment, aber... So, das war's mit dir, Wusel. Ist hier noch ein Heferlump? Nee. Sich nur gerade so angehört. Nun gut. Jetzt bin ich den ganzen Weg wieder zurücklaufen, Leute. Das geht doch nicht. Na gut. Ja, so weit ist es eigentlich auch wieder nicht. Der Vogel ist und bleibt weg. Ich kann ihm nicht Danke oder Tschüss oder auf Nimmerwiedersehen sagen. Hier ist niemand mehr, oder? Ich glaube nicht. Gut. Können wir hier die Kurbel einsetzen? Ich habe immer noch eine Schaufel. Aber ich weiß noch nicht, wozu ich die gebrauchen kann. So, Ferkel, dreh mal. Ach, das eröffnet mir einfach einen neuen Weg. Interessant.
Sehr, sehr, sehr interessant. Gut, dann geh mal darüber. Wo sind wir jetzt? Oh, hier gibt es wieder so Slotmaschinenviecher. In einem Kinderspiel gibt es Glücksspiel. Ist klar, ne? Dann halt nach links. Wenn alles nichts hilft, links. Okay. Ja, es ist interessant gemacht, dass ich da die Richtung oder die Taste raten muss. Aber sonderlich schwierig finde ich jetzt das auch nicht. Gibt es hier auch noch Kekse? Ja. Das ist der letzte Abschnitt in diesem Level. Also in diesem Traum, sagen wir so. Baum hauen. Nee. Hallo. Warum dreht sich Ferkel eigentlich immer zu mir um? Okay. Hoch war's. Und X. Okay, hoch und Y. Und so. Auf Wiedersehen. Ein armiger Elefant. Naja, nicht ganz, aber. Irgendwo müssen doch hier jetzt noch Kekse sein. Bestimmt hier in diesem Baum. Ich hab gesagt, na dann nicht. Hier in diesen Zecken. Was haben wir da? Ein Schlüssel. Okay, wo gehört der hin? Wo gehört der Schlüssel hin? Ja, okay. Aber wo sind jetzt die Kekse? Ich will meine Kekse haben. Und zwar jetzt. Es gibt hier ja nicht allzu viel, das ich hauen kann. Oder abklopfen. Ah, den Zaun natürlich. Weil jemand auch seine Kekse im Zaun versteckt. Ja, ihr müsst natürlich nach hinten durchfallen, ist klar. So. Okay. Und dann gibt's wo noch Kekse? Im Baum bestimmt nicht. In der Schiene bestimmt auch nicht. Da auch nicht. In diesen Blumen auch nicht. In diesem Baum. Ja, noch weiter bitte. Das war ja super. Kekse sind nicht auf meiner Seite. So, das waren wieder alle. Super, Ferkel. Dann können wir jetzt noch zurückgehen. Den ganzen weiten Weg gehen wir jetzt wieder zurück, Kleines. Ich hoffe, ohne Helferlumps und Wusels. Hören tue ich noch nichts. Das kann ein gutes Zeichen sein, muss es aber nicht. So. Ja, aufheitern muss ich ihn nicht.
Ferkel, kannst du noch laufen? Oder tun dir schon die Füße weh vom ganzen Herumwuseln? So. Aber ich verstehe nicht, warum Rabbit das jetzt nicht alleine schafft. Weil wir haben ihn ja aus der Erde befreit. Oder tun ihm seine Füße weh, weil die in der Erde gesteckt haben. Keine Ahnung. Ich muss einfach seine Drecksarbeit erledigen. Das ist nicht ganz fair, Rabbit. Ja, hier hat es irgendwo noch ein Schlüsselloch. Bloß wo? Nee, nicht hier. Nee, nicht da. Nicht da. Sorry, Leute. Falscher Weg. Bin ich zu weit zurückgelaufen? So, hier müssen wir hin. Und dann hier diese Tür. Aber Leute, ich würde sagen, hier gehen wir beim nächsten Mal rein. Bis dann.